Einen wunderbaren schönen guten Tag, meine lieben Zuschauer. Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Capture End Challenge. Wir befinden uns hier immer noch in der End Challenge, ob man es glaubt oder nicht. Heute an diesem wunderschönen Tag. Heute den Tag, an dem Schwarz und Weiß 2, also Schwarz 2 und Weiß 2 rauskommen. In Europa. Ich habe mein Weiß natürlich hier rumliegen. Da. Klapper, klapper. Aufmach. Ach, zumach. Sehr schön. Hab nur noch nicht wirklich viel gespielt. Denn ich hab nicht wirklich die Zeit dazu. Und zum einen möchte ich ja für euch Let's Plays aufnehmen. Also geht da auch nochmal die Zeit flöten für. Aber ich mach's ja gerne für euch. Fangen wir Leute zu sehen. Wir haben im letzten Part eine VM gelernt. Nämlich die VM05. Es ist wirklich abartig schlimm. Ohne Blitz durch die Höhle zu kommen, deswegen. Ich könnte es auch so machen, aber es ist, glaube ich, 3 Stunden dran ungefähr. Deswegen werde ich hier ausnahmsweise mal den Blitz beibringen. Der lieben Svenja. Aber wo ist Pikachus Stimme? Der Pikachu ist total happy, dass wir sein Trainer sind. Yay! So. Wir gehen Richtung Felsentunnel. Was machen wir da? Keine Ahnung. Irgendwelches Zeug wahrscheinlich. Und eine Trainerin. Hallo, Trainerin. Du trägst Pokémon bei dir. Lass uns kämpfen. Okay. It's on. Pfadfinderin möchte kämpfen. Mirabla. Oh, ganz schlecht. Und ich habe einen Taubogard-Fisti. War Windschuss in der letzten Generation noch eine normale Attacke? Es wundert mich nämlich irgendwie, dass Taubogard immun gegen Giftattacken gerade ist anscheinend. Physik gegen Puder. Wobei keine Wirkung hat, wenn ich das nicht geht anscheinend. Aber Windstoß macht nicht dieses wunderschöne Geräusch, es ist sehr effektiv. Sondern es hat eine normale Wirkung. Sprich, es braucht Flügelschlag. Anscheinend ist hier wirklich Windstoß eine normale Attacke. Ach, sowas hier, klar. Nicht mein Pokémon und ich am Ende jeder Runde von Gift betroffen, sondern immer nur, wenn es einen Move macht. Sprich, wenn ich jetzt keinen Move machen würde, obwohl es halt ein Ding der Möglichkeit ist, dann würde... Also, weil ich angreifen möchte, dann passiert's. Aber es geht ja nicht, da wir aktuell gewickelt sind. Ich hasse Wickel der ersten Generation. Deswegen habe ich auch Pokémon Stadium 1 nicht so gemocht, gegen Ende. Es war ein richtig schönes Spiel, ich habe es sehr gerne gespielt, aber gegen Ende wurde es wirklich unmöglich, teilweise. Wisst ihr, ich werde jetzt wahrscheinlich nicht zu viel verraten, aber Siegfried am Ende von Pokémon Stadium 2, von der Arena-Leiter-Burg? Turm? Ich weiß gar nicht, was es war. Ich glaube, es war ein Arena-Leiter-Turm. Siegfried am Ende von den Top 4 kann seinem Traugran wickeln. Das macht so gut wie gar keinen Schaden. Aber Traugran ist meistens schneller als Spitze, weil er Wickel macht. Und er fängt an, damit zu wickeln, ne? Dann macht er sein komplettes Team kaputt. Während du Traugran quasi vor dir hast. Die einzige Möglichkeit, wirklich das effizient zu umgehen, war mit einem anderen, war mit Mewtwo zum Beispiel. Das war ja, naja, im Grunde war es nicht die schönste Taktik, aber du musstest das machen. Psycho-Pokémon waren halt overpowered in der ersten Generation, also viel zu stark für das Spiel. War auch teilweise in der zweiten Generation noch zu stark. Da ihre Schwäche, Käfer und Geist, nicht wirklich starke Pokémon gab. Geist-Pokémon gab es genau 3. Nämlich Alpollo, Gengar und Nebulak. Bei von den 3 Alpollo mein Favorit ist. Alpollo finde ich irgendwie lustig. Ne. Aber was erzähle ich das den alten Pokémon-Hasen? Die wissen das. Ich habe Gegengift gekauft, sehr gut.
Das war einfach nur nervig. Und Käfer-Pokémon gab es auch keine wirklich starken, beziehungsweise es gab keine starken Käfer-Attacken. Das war das Hauptproblem. Tier 30, was immer es ist, ich werde es verkaufen. Halt, rein, dich jetzt kaum ignorieren. Du bist garantiert ein Wanderer. Ich habe kein einziges Pokémon gegen dich. Deswegen, weil ich ausnahmsweise mal dich ignorieren. Ganz ausnahmsweise. Teenager soll mich da kämpfen. Teenager ist jetzt Zander, nein. Tauboga. Na gut, wenn der Windstoß kein Typ hat, kann ich auch so angreifen. Wenn es irgendeinen Schaden tun würde, wisst ihr Bescheid? Wisst ihr Bescheid? Ist Zander ein bisschen stark? Ich muss Pikachu reinwechseln. Pikachu ist wesentlich. Selbst Pikachu ist nur 4 Level über Sundown. Wollen wir die Trainer auf einmal aufholen? Ja, Geofissur! Hallo? Gibt Level 24 Sundown halt die einzige Instant-Kill-Attacke, die es damals in Pokémon gab. Du musst in Generation 1 doch ziemlich stark war. Ich weiß nicht mal die Berechnung von Generation 1 und 2 war es, glaube ich, sogar noch, aber da war Geofissur relativ stark. Ich bin halt nicht der Freund von Instant-Kill-Attacken, weil, naja, sie treffen bei mir nie. Allgemein habe ich das Gefühl, sie treffen mich sonderlich oft. Ein Trainerkampf. Du hast keine Chance gegen meine Käfer-Pokémon. Ja, ich hätte schon eine gute Chance, wenn Windschuss wahrscheinlich eine Flugattacke wäre, ne? Außer Myrapla hatte irgendwas an sich, das nicht stimmen kann. Gucken wir mal. Tabuge, Windstoß und? Normal. Kein sehr effektiv. Sprich, Windschuss war wirklich in Generation normal. Also in Generation 1. Und anscheinend erst mit Generation 2 Flugattacke. Naja. Was auch immer sich Game Freak bei Generation 1 was verdachte. Ganz ehrlich, da verstehe ich die Leute, die sich beschweren nicht. Die Generation 1 ist die beste. Merken, hört man dann was zu merken? Nach dem Fickel kann man nicht mehr angreifen. Windstoß ist keine Flugattacke. Ne? Ich oute mich ja gerne als Liebhaber der Generation 5. 4, 5. Aus. Ich mag eigentlich jede. Es gibt kaum eine Generation, die ich nicht irgendwie toll finde. 1 war der Anfang, 2 war die super Fortsetzung. 2 hat mir auch mein liebstes Pokémon aller Zeiten geliefert, nämlich Lachtara. Und noch eins meiner Favoriten, Igelava und Morlord. Sprich, Generation 2 hat 3 meiner Lieblings-Pokémon hervorgebracht. Generation 3 war dann auch eines der neueren Spiele, die habe ich auch sehr gerne gespielt. Ausblockierste Sandwirbel, okay. Generation war da quasi super tolle neue, weil es das zum ersten Mal für den Wahnsinn. Das ist super tolle neue Grafik gehabt damals. Das war ganz faszinierend. Generation 3 habe ich damals sehr viel gespielt, vor allem mit Rubin. Also Pokémon Rubin war ja mein einziger der dritten Generation. War super! Mir hat es Spaß gemacht. Gut, Generation 4 habe ich dann erst sehr spät erkannt, weil zwischen Generation 3 und Generation 4 liegt bei mir eine aber recht große Lücke. Ich glaube, Generation 5 war schon draußen, als ich Generation 4 angefangen habe. Oder Generation 5 war schon ziemlich lang draußen, als ich Generation 4 angefangen habe. Aber ich hab's noch. Ups, ich bin auch nicht auf die Speed-Taste gekommen. Ups. Ja. Ich kämpfe nicht gegen euch, Wanderer. Ihr habt Pokémon, die mir nicht gefallen. Ich habe kein Wasser-Pokémon am Start. Was gibt's denn hier zu fangen? Auf jeden Fall Generation 4. Was hat mir Generation 4 geliefert? Shelly. Shella ist auch ein sehr tolles Pokémon für mich. Ein Radfratz. Ich mal Ratzfratz ausspreche. Warum auch immer. Gewöhnt man sich als Kind an, wird man nie los. Generation 4 mag ich auch.
Also. Magnetilo, ein Elektro-Pokémon. Und nein, in Generation 1 ist Magnetilo nur Elektrostahl, wird das mit Generation 2 eingefügt. Dankeschön. Ich denke, ich muss mit diesem Set in die Höhle. Ich habe keine andere Wahl. Ich komme jetzt hier in Carpador angeln, aber. Für was? Für was soll ich dies tun? Auf jeden Fall. Na gut, Generation 4. Ich hätte immer noch was mit Generation 4 geliefert hat. Sieht man meistens auf die Zunge, weil mir fällt es nie ein. Gut, außer dass Generation 4 mir ein super Remake geliefert hat von meiner Lieblingsedition Silber. Als meine allererste Edition, was ich mir selbst gekauft habe. Hatte ich mir damals selbst gekauft von meinem angesparten Taschen- und Geburtshaus- und Weihnachtsgeld und alles, was dazu gehört. So. Wir könnten technisch gesehen komplett ohne VMs durch, aber es wird ewig dauern. Also ich könnte komplett ohne Blitz durch, ich kenne den Weg halbwegs, aber... Ich tue es nicht, denn... Es ist nicht gut für meine Pokémon, die haben vielleicht Angst im Dunkeln. Ist doch schon viel besser. Meine Pokémon wollen kämpfen, los geht's! Ich überlege mir noch den Generation 4, aber ich könnte jetzt einfach mal mit Generation 5 weitermachen, Otaro. Ich habe gute Speicherung des Generation 5. 5. Mark, und aus dem... Ach, das ist ein komisches, ein bisschen bewegende Kamera in den Kämpfen. Jetzt hat es doch schon ein bisschen realistischer gemacht. So ein klein wenig mindestens. Das hat sich einfach ein bisschen realer angefühlt. Gut, das war auch einer meiner Kritikpunkte an der Generation, aber... Man muss ja nicht immer drauf rumhacken, ne? Aber ich sag, das bringt einen Garados, wenn es keine Wasserattacken kann. Ich brauche nur Fenster, aber ich habe Coins. Hey, wir sind endlich mal. Wir sind was im Challenge-Part des LPs, weil jetzt wird's herausfordernd. Jetzt wird's richtig herausfordernd. Wenn ihr wollt. Müsst natürlich nicht, ne? Ich sag ja immer. Freiwillige Basis. Wenn ihr möchtet, schreibt in die Kommentare, was euch die Generation, also was eure Lieblingsgeneration, was hat euch diese Generation geliefert, als sie rauskam und so weiter und so fort. Meine Meinung kennt ihr teilweise auch, wenn ich sie mal ein bisschen erweitern müsste, weil mir immer noch nicht so Generation 4 einfällt. Und Generation 5 hat aber eine gute Story. Das hat eine richtig schöne Story. Flagmon! Da gibt es natürlich nur einen Kandidat. Richtig schön. Ja, Generation 4 war das auch ein bisschen realistisches Spielgefühl wegen Tag und Nacht. Flüssigerem Wechsel nicht einfach so, ist es hell oder ist es dunkel. Und mein Lieblingsprofessor. Professor Eibe! Ja, Professor Eibe! Wie konnte ich Professor Eibe vergessen? Hi, Zubat! Wäre schön, wenn ich ein Pokémon finden, was mich wirklich unterstützen könnte. Technisch gesehen. Ich könnte das ganze Höhle aufnehmen, dann Speedrun. Zwar zeichne ich nicht gerne Pokémon. Ich was zeichnest du? Ich kann gar keine Pokémon zeichnen außer Ditto. Und Ditto besonders gut. Wieder ein Fleckmon. Ich weiß nicht, aus welcher Kämpfe nicht fliegen kann. Los Pikachu! Bitte nicht Donnerblitz. Ich habe gerade nur Blitz gelesen, also es war auch wirklich nur Blitz, aber ich hatte Angst, dass es wirklich Donnerblitz ist. Ne, wie ich euch immer anregen möchte, Kommentare zu schreiben. Ich bin voll kommentargeil, aber das gebe ich auch ganz gut nicht zu. Ich lese gerne Kommentare, vor allem gute Kommentare. Nicht so, geil. Kein guter Kommentar. Einfach, was den Leuten an der Folge gefallen hat, ob sie es witzig gefunden haben. Irgendwas Tolles aufgefallen ist, was ich übersehen habe, oder sonstiges. Gut, solange es mir nicht so aufgedrückt. Ah, guck mal, du hast das übersehen, Alter. Ich höre dicke Lahn, Alter, ich hab das wohl gesehen und du nicht, Alter. Was ist da hinten? Nichts, ich hätte mich Schutz mitnehmen sollen. Wahrscheinlich habe ich mir Schutz gekauft und ich weiß es noch nicht. Na,
Ich weiß es nur nicht. Oh. Ein Geodude. Will ich trotzdem nicht. So, ich hab... Guck mal! Yay! Was wollte ich machen? Ich habe mir keinen Schutz gekauft. Yay! Kein Schutz. Ich komme nicht hierher, ich habe hier Fenster. Ich weiß gerade, was ich jetzt mache, wenn ich jetzt quasi dazu komme. So Feuerrot und Blattgrün. Technisch gesehen würde ich wieder draußen eine Challenge machen, weil normale Paint geht's kaum. Weil es ist fast kein anderer Content als hier diese Generation. Fast kein Unterschied. Das ist das Problem. Was ist da? So, was will ich machen? Wahrscheinlich eine Nuzlocke-Challenge. Wenn ich dazu komme. Weil eigentlich ist nach Generation 1 meine Planung relativ dünn. Irgendwann Ende des Jahres komme ich von den Schwarz und Weiß 2. Habe ich nämlich tatsächlich beschlossen, Ende diesen Jahres und auch nächsten Jahres. Je nachdem, wie ich Zeit habe. Dann. Was mache ich dazwischen? Ich könnte Platin Relets spielen. Das ist super ein Jahr her, seit ich es angefangen habe. Das wäre sogar ziemlich schön, weil... Ja, dann mache ich die alte Playlist unsichtbar und lass nur noch die neue leben. Oh, ich habe Wirbelwinterlands herrschen. Und Bisasam. Ich möchte nicht, dass mein tolles Top-Boga noch weiter Gift schaut, ne, Leute? Alaredet. Ich mag den Bisasam-Sprite aus der ersten Generation. Also, aus... Hier, gelb bin ich. Irgendwie gefällt mir der nicht, der denkt sich so... Das Schlimme ist, Pikachu ist nicht mal so überlevelt, wie ich dachte. Teilweise war es, nämlich mit Stufe, weiß ich wie hoch. Da kommen die Gegner ziemlich schnell nach. Muss man sagen. Wir werden sehen. Hier, oh, ein Onyx. Ein Onyx. Onyx ist uns auch mal ein Pokémon, schon immer mal trainieren wollte. Aber mir gefällt sein Attackenset nicht, was es bekommt während dem Leveln. So, ein Wanderer oder ein Wanderer? Was ist das kleinere Übel? Meine Pokémon werde ich das Fehlstellen lehren. Ein Kleinstein. Es ist geringeren. Soundwirbel. Ich muss Schaden machen, wenn jetzt mit Anigla anfängt, kann es Jahre dauern. Es dauert Jahre. Soundwirbel. Okay, hat sich erledigt. Hast du dich verfehlen können? Jetzt laufe ich wieder zurück oder ich spiele mit Pikachu weiter? Ich versuche es mit Pikachu. Ich habe Vertrauen in meine Pokémon. Ein Zubat. Dann merke ich die Schleichwege kenne. Ein Macholo. Macholo wäre sogar jetzt ganz interessant. Macholo mit Karateschlag kann ich gegen Gesteins-Pokémon antreten. Werde ich mal kurz meine schlaue Liste zu Rat ziehen. Wenn ich jetzt Macholo finde, finde ich ziemlich geil. Muss ich sagen.
Was ist das? Oh, das brauche ich noch. Das ist ganz, ganz wichtig, was ich gerade hier gefunden habe. Dieser tolle Zettel. Ich versuche jetzt mal einen Pokéball drauf zu werfen. Sekunde. So. Nennt mich Cheater, aber es muss das sein. Wenn ich nur einen Pokéball dabei habe. Ich möchte Macholo fangen. Ne? Na gut, ich hab's zweimal getötet, wenn ihr es ganz genau wissen wollt, aber das ist mir relativ egal. Komm ich überhaupt noch einen Namen frei? Mal gucken. Ja, ich suche mir jetzt einen aus der Abo-Liste raus. Ich guck, was die Abo-Liste ausspricht. Ausspuckt und dann schaue ich mal nach. Dieses Pokémon ist recht klein, doch seine Kampfbot-Kenntnisse machen ihn zu einem sehr starken Gegner. Möchtest du Macholo spitzern geben? Ja, Sekunde, ich schaue mir an. Okay, der erste aus der Liste, weil ich jetzt gehe ich der Liste nach, wäre Nissaldev aka Danny. So, Danny, du bist jetzt ein Macholo. Bitteschön. Finde ich gut. Machololo. Vielleicht habe ich einen Paraheiler dabei. Ansonsten. Oh ja, 5 sogar. So, weil jetzt wird sich Macholo durch die Gegend pullt mit seinem Karate-Schlag. Oh yeah, Karate-Schlag. Ist gut, dass mir jetzt ein Macholo begegnet ist. Ist wirklich klasse. Dickner zählt übrigens wirklich nur für den Zerschneider. Ist aktuell mein Zerschneider-Pokémon. Anderen Sinn hat er nicht. So, Danny, Typ Kampf. Mit Karateschlag. Ja, nur Karateschlag als Attacke. Och, Macholo. Gut, aber fürs Erste war's das für Pokémon Gelb für heute. Schon wieder 22 Minuten vorbei. Mann, die Zeit fliegt aber. Das nächste Mal werden wir die nächste Arena wahrscheinlich machen und den Rest des Fanzone-Turniers. Vielleicht gehe ich offscreen mich noch anders vorbereiten, zum Beispiel Items kaufen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein.